So, hallo an alle zu einem kleinen LOL-Gameplay. Guck mal hier, Nexus fast weg, fast down. Wir sind jetzt noch praktisch übrig und versuchen das Spiel noch zu gewinnen. Ich spiele mit Volibear, versuche den einen oder anderen Player jetzt noch zu zerreißen und natürlich auch um das ganze Spiel noch rumzureißen und dann noch letzten Endes zu gewinnen. Im Moment sieht es eigentlich ziemlich schlecht aus, wenn man mal bedenkt. Also bei uns, der hatte vielleicht noch 20% HP-Balken mit drin. Und wir versuchen jetzt einfach noch das Teil zu gewinnen. So, ich spiele mit Volibear, über den Bild kann man sich jetzt theoretisch aufregen ohne Ende. Was weiß ich, je nachdem. Ich finde ihn eigentlich ganz gut so, kommt relativ wunderbar gut klar. Der hat eine Angriffsspeed, die ist eigentlich schon jenseits des Machbaren, finde ich jedenfalls. Geht übelst ab, wenn man mal schaut, wie praktisch die Hits hier reingehen, vor allem auch mit den Tönen mit drin. Eigentlich, Volibear ist soweit eigentlich mein Lieblingschar nebenbei. Oder Char, ich sag ein Char, Champ. Deshalb rockt die Bude. Schauen wir auch mal, was passiert. Das sind jetzt irgendwie sowas in die 8 Minuten, müssen es jetzt sein. Ich versuche das nebenbei ein bisschen nachzukommentieren, weil ich es einfach dachte, es wäre mal erwähnenswert. Das Spiel, es wäre schon erwähnenswert, eigentlich schon fast mehr als nur erwähnenswert. Das läuft nämlich relativ, weiß nicht, das ist eine Situation, die man normalerweise sonst nicht hat. So, ich denke mir, der Turm steht noch da, komm, klopst den mit weg. Müsste jetzt gleich auch noch was passieren. Den kriege ich so an sich nicht down. Oder kriege ich den? Den kriege ich, ja doch, da bleibe ich dran. Gut, von hinten kommt natürlich wieder jemand. Der hat ziemlich ordentlich an Rüstung. 1 vs 1 würde ich, glaube ich, gegen den verlieren. Deshalb ziehe ich kurz Line. Also er ist ziemlich gefeedet worden insgesamt im ganzen Spiel. Aber den knacken wir natürlich auch noch. Keine Nuss, die ich nicht knacken kann. Und hier drüben, ich kenne die ganzen Namen von den Champs immer noch nicht auswendig. Obwohl, Weiger kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann sein. Schön reingelatscht, aber Wuli hat ja so wunderbare Heilfähigkeiten. Ich denke mir komplett zu stehen, aber gut. Hätte man theoretisch sich verpieseln sollen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden zu bleiben. Ich habe mir gedacht, egal. So, ich habe 60 Sekunden Cooldown. Ich kann nur so einen kleinen Überblick geben hier, wie es ansonsten noch so abläuft. Wir müssen jetzt halt gucken, dass mindestens eine Person da ist und deft. Bei uns sind gerade noch zwei am Leben. Und der Master Yi in dem Spiel, der hat irgendwie überhaupt nicht aufs Teamplay geachtet. Der hat da irgendwie auf alles geschissen. Der ist da wild durch die Gegend gerannt irgendwie und hat dann einen auf Einzel gemacht. Das heißt, einfach die ganze Zeit war der Bot oder so und hat ein bisschen gepusht oder was auch immer. Der war selten mal bei uns. Wir sehen jetzt schon in der Mitte, da kommen jetzt ein paar in unsere Richtung. Ich habe halt so geschrieben, ja, ein bisschen deffen, bis wir wieder respawnen. Da schreibt noch die Miss Fortune, Yi can't read, genau, der passt nicht in den Hof. Hört uns nämlich nicht gerne zu. Das ist ja ein Teamplay, sage ich jetzt mal. Ihr werdet natürlich mehr Erfahrung haben als ich jetzt, ne? Einiges mehr. Und denkt euch, ja, okay, wissen wir. Jetzt halt die Frage, ich habe immer so einen kleinen Blick unten. Erstens natürlich auf die Map, wo die Gegner sind. Und zweitens auf das Geld. Weil ich habe eigentlich kompletter Vollbild von dem, was ich soweit weiß. Ich wüsste jetzt nicht, wie man den noch optimieren könnte. Deshalb bin ich dann noch später auch immer überlegen. Sehen wir dann gleich. Zunächst erstmal, ja, wir sind alle respawn, sammeln uns ein klein wenig und begeben uns dann doch wieder in eine bestimmte Richtung. Der Maga 93 bleibt da und deft ein wenig da hinten, weil die kommen immer schön von, ja, nicht von den Seiten von mir zu knapschen. Aber schön, dass Volibear so viele Russi hat. Natürlich ist er jetzt down, bis zum geht nicht mehr. Und jetzt, 12 HP. Leine ziehen. Alter, das war echt sowas von scheiße knapp. Aber trotzdem, ich glaube seit Beginn ist, ja doch eben gerade in den letzten paar Minuten habe ich jetzt schon wieder 3 Kills mit eingesammelt. Volibear finde ich halt geil, der hält einiges aus, als ist ja eigentlich Tank, klar. Aber trotzdem, der kann auch ordentlich austeilen, so ist natürlich nett. Deshalb, weiß nicht, ich glaube irgendwann ganz am Anfang war der mal als freier Char zur Verfügung. Und ich gedacht, der erste Champ, den ich mir kaufe, ist der. So, weil ich ihn so ein bisschen angezockt habe. Im Prinzip richtig nette Sachen. So, jetzt überlege ich schon unten, was verkaufst du, was kannst du raushauen? Okay, die Warmox ist natürlich Schwachsinn, wenn ich die raushaue. Ich hätte vielleicht im Nachhinein was anderes nehmen sollen als noch... Ihr seht's dann gleich. Aber welcher von den Gegenständen verkauft man da am besten? Das ist jetzt eure Frage. Die Frage an euch zum Beispiel. Habt ihr eine Ahnung, was man machen könnte? Von oben kommt einer rein. Er geht Richtung Nexus A, aber schon wieder aufgebaut. Okay. Und, also haben wir uns so ein klein wenig Zeit verschafft, weil wenn der immer noch so down wäre, dann hätten wir verloren. Jedenfalls, wir sehen den, gehen hin und schnappen uns den noch, versuchen sich zu entkommen, aber kann da knicken.
nicht mit Wulibes Wurffähigkeit. Er muss nur einmal kurz packen oder hinsprinten, packen und plätten. Aber okay, jo, von hinten kam die Attacke, habe ich nicht gekriegt. Was soll's, wir schauen einfach mal, wie es dann so ein bisschen weiter aussieht. Die sind da unten ein bisschen auf der Midlane. Die werden jetzt zurückgepusht, sehe ich so ein klein wenig. Da denke ich mir, jetzt komme ich von hinten reingesprungen und hau einfach mit drauf. Völlig egal, was oder wo jetzt da gerade ist. Natürlich haben wir da diesen kleinen... Ich kenne ihn schon mal noch nicht. Weiger, glaube ich. So, Miss Fortune ist natürlich gar nichts. Die wird weggerissen ohne Ende. Keine Chance, keine Chance. So, wir sind jetzt kurz am Gucken. Der Turm müsste noch weg, soweit ich weiß. Jo, denke ich durch, hau jetzt mal drauf. Aber der ist verhältnismäßig... Die ziehen mehr Schaden, glaube ich, wenn man ein höheres Level selbst hat, gell? Ist mir eigentlich auch nicht aufgefallen. Da hat sich natürlich Nocturne, ist das, glaube ich, gell, vom Turm erwischen lassen. Scheiße gelaufen. Schön. So, natürlich, ich habe noch ein klein wenig Zeit, bis die alle respawnen und denk mir, okay, komm, brauchst noch ein bisschen drauf. Goldfarm brauchst du eh nicht mehr. Guck mal, wir haben 4200 da unten. Das ist scheiße viel. Ich sehe jetzt gerade unten kommen die mit ein bisschen Pufferschutz. Das heißt, dass du nicht attackt wirst. Dann kannst du vielleicht noch einen Turm drauf schreddern und gleich abdüsen. Und das ist Blitzcrank, glaube ich. Ich bin jetzt am Rätseln. Ich kenne die Champs eigentlich. Okay, schön hinstellen und Rückruf, habe ich mir gedacht. So, jetzt guckst du mal, was du mit deinem ganzen Geld noch anfangen tust. Überlegst du. Ich habe mir gedacht, ich hau einfach mal die Schuhe raus, verhältnismäßig, weil Speed habe ich einigermaßen genug drauf. Und wenn ich jetzt hier nochmal Phantomtänzer nehme, da gibt es ja auch nochmal Lauftempo dazu. Das heißt, vielleicht gleicht es das ein bisschen aus und ich hau nochmal die Angriffsspeed ein bisschen hoch. Also, komm, Schuhe raus, Dings rein. Vielleicht hätte ich doch hier nochmal was anderes nehmen sollen. Warte, wie heißt's? Ich weiß nicht, jedenfalls, wo die Crit-Treffer erhöht werden oder allgemein erhöht werden. Für 3000 dieses fette Schwert da. Ja, genau, das hört sich jetzt voll noobig an. Ist halt so. Wie heißt's? Die anderen unten haben es auch drin. Ich weiß es nicht mehr. Da, Klinge der Unendlichkeit. Da haben wir es kurz gehabt. Klinge der Unendlichkeit. Das Ding hätte ich vielleicht im Nachhinein holen sollen. Keine Ahnung, wer von euch hat eine Idee, was vielleicht besser gewesen wäre. Ich hoffe mal. Ich habe jetzt keine merkbare Angriffstempo-Steigerung gesehen. Und ich gedacht, wir müssen die anderen killen, wo ich mir nicht wieder holen kann. Und denk mir, okay, komm, schredderst du drauf, ein Herz auf die harte Nuss. Und den kriegst du natürlich auch noch. Also ich habe jetzt keine Angriffstempo-Steigerung mehr gemerkt. Gibt es vielleicht irgendein Limit oder so in der Art? Ich weiß nicht. Jedenfalls so finde ich es richtig genial. Angriffstempo ist eine Sache, wo man eventuell drauf setzen kann. Eins nach dem anderen. Okay, da sehe ich gerade, wollte schon wegrennen. Nee, One-Hit ist der weg. Jetzt noch schnell unten das kleine Teil wegnübeln. Keine Ahnung. Ist das auch ein Nexus? Ich weiß es nicht. Nee, Inhibitor, so rum. Boah, ist ja furchtbar. So, da haben wir wieder diesen kleinen Weiger. Die Frage, was machst du? Komm, ich gehe voll rein. Ich gehe voll Risiko, aber war nicht ganz. Alles im Platt. Wir holen uns den Turm. Und letzten Endes auch noch den Nexus. Tja, so sieht's aus. Haben wir wohl doch noch gewonnen, obwohl es am Anfang so knapp aussah. So knapp, kurz vorm Verlieren. Ich weiß nicht, ich dachte mir, es war wert, dass ich das extra mal aufnehmen und hochlade. Wie ist eure Meinung dazu? War es einigermaßen spannend? Oder würdet ihr sagen, ach nee, komm, haben wir schon tausendmal gehabt. Das war die Frage an euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüssen.